sieht danach aus. Noch unentschieden. So, 24 Sekunden noch bis zur Markteröffnung. 22 Sekunden noch. Vier und los geht's. Zwei Möglichkeiten. Ihr seht es auf der linken Seite. Der Markt kommt hier ein bisschen hoch. Wir haben auch hier oben die Möglichkeit bei der Big Number oder unten. So, wir nähern uns den Gewinnziel. Brauchen noch zwei, drei Punkte. Gewinnziel liegt bei 67, 69, zwei Punkte fehlen noch. So, meine Damen und Herren, wir sind jetzt im Markt. Der erste Trade des Tages ist ein Volabox-Trade und wir sind mit großem Risiko dabei. Wie sieht es auf der rechten Seite? 0,1. Wir sind short. Das ist dann auch der erste Eröffnungstrade, meine Damen und Herren. Wir schieben das mal auf die linke Seite. Sehen wir hier den Big Number Trade haben wir jetzt nicht gemacht, weil die Volabox ziemlich dicht dran ist. Also short im ersten Trade, 9:23 Uhr. Wir sehen auf der rechten Seite die Big Number und wir werden jetzt eins machen, die Zeit nutzen, relativ zügig. Neues Chartfenster. Vorlage. Vorlage. Oh, jetzt geht es doch schneller. Wo sind wir? Ah, noch nicht. Also Vorlage. Und jetzt sind wir Open Range Breakout Duct. Das ist die von Christoph. So, das ist die. Und wir nehmen jetzt die andere, nämlich die Volabox. So, da wollte ich hin. Volabox. Jetzt holen wir uns ein. Jetzt holen wir uns kurz den. Swissbox ein, nehmen das heutige Datum. 308. So. Risiko auch hier 0,1. Warum? Weil dann können wir gleich ganz entspannt angepasstes Ziel ist aus. Wunderbar. Dann schieben wir den Big Number, nehmen wir jetzt raus. Und nehmt dafür den DAX. Und nehmen jetzt die obere Box. So, jetzt haben wir unten und oben beides mit dem Risiko 0,1.
Jetzt gucken wir, was zuerst erreicht wird.